Der Anfang ist im Grunde, also viele denken ja, die Uhren, also Speedmaster und Seamaster sind von der vom Kollektionslaunch ja in der gleichen Dekade. Ist eigentlich nicht so. Also es war in den 40er Jahren 1932, wo die erste Marine rausgekommen ist, also Omega Marine. Und das ist eigentlich so die Urreferenz innerhalb der Seamaster-Familie. Und erst in den 60er Jahren kam dann ja die Speedmaster. In 1957 dann wirklich ein markantes Jahr für Omega, hier die Seamaster 300 als Teil der Trilogie vorgestellt. Das war wirklich ein wichtiges Jahr für Omega. Die haben in dem Jahr dieses Design vorgestellt, was, wenn man ganz ehrlich ist, so zeitlos damals gewählt war. Finde ich absolut klasse, ähnlich wie bei der Speedmaster eigentlich auch. Da ging es dann los. Wenn wir das mal vergleichen mit dem heutigen Modell, was würdest du sagen? Wo siehst du da große Unterschiede? Ja, also man sieht ganz klar, ne, die einheitliche DNA. Man muss sich das ja auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Jahre jetzt wirklich dazwischen sind. Ne, das sind jetzt ja nicht irgendwie zwei Modellzyklen, sondern ja, 1957, da waren die meisten von uns ja noch nicht mal angedacht. Das stimmt. Von da aus ist es schon, wenn man so will, das Erfolgsgeheimnis auch der Seamaster-Kollektion, dieser stringente, immer gleichbleibende Aufbau, der Wiedererkennungswert. Ne? Also es gibt vielleicht Absolut. wenig Produkte, die das so schaffen. Vielleicht ein 911er von Porsche oder irgendwelche Möbelklassiker, wo man sagt, okay, ich erkenne das und weiß, aus welcher Zeit das in etwa ist, aber es ist einfach perfekt und man könnte sie heute noch eindekorieren und die Leute würden sie kaufen. Also auch wenn das hier so die Ur-DNA ist und die auch heute noch Bestand hat in der Kollektion, ne, das ist jetzt das heutige Modell in einer 41er Größe mit 300 Meter Wasserdichtigkeit, ne, Seamaster 300 liegt natürlich nah an der Stelle, haben die aber trotzdem, haben es trotzdem geschafft, die Kollektion zu ergänzen und da sprechen wir auch heute ein bisschen drüber. Ja, ich finde, ultra gut gelungen, gerade für die Zeit, wie gut das Band zum Body der Uhr korrespondiert. Also Stimmt. die ist wirklich aus einem Guss, ne? Häufig, gerade bei älteren Referenzen, hat man eine schöne Uhr, aber irgendwie so beim Band ging dann das Budget oder die Idee aus und dann wurde da irgendwas dran geklöppelt und das ist halt wirklich, wenn man so sieht, wie die Hörner sauber ins Band übergehen. Proportion, Breite der Lünette zum Zeigerspiel, Größe der arabischen Ziffern, Länge der Zeiger. Also man kann da so 20 Details im Grunde aufzählen, wo man sagt, dass die sich zu dem Zeitpunkt da schon Gedanken drüber gemacht haben, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Finde ich cool. Aber auch in die Moderne gebracht. Also die Uhrwerke waren damals sicherlich auch schon klasse. Aber was da heute natürlich drin tickt mit dem Kaliber 8912, Koaxial Master Chronometer, schön anzusehen, wie ich finde, wie immer bei den Omega-Uhren, ist schon beeindruckend. Und bringt halt einfach diesen Vintage-Flair, auch mit dem Sandwich-Style, mit dieser leichten Fortina, die da dabei ist. Genau. Kombiniert dann eigentlich so ziemlich beides. Der Wilmko fragt hier, seit wann gibt es bei der Seamaster eigentlich den Lollipop-Zeiger? Also in der Kollektion, meine ich, ist das die erste Iteration, die, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres vorgestellt wurde. Davor gab Ja. es den Spitzenzeiger. Weißt du aus der Geschichte, wann Lollipop eingeführt wurde? Nee, nicht genau. Ich weiß nur, dass es bei allen Herstellern immer den Streit zwischen der Designabteilung und den Technikern gab. Weil die Schwierigkeit ist, wenn ich einen Zeiger habe mit einem runden Element drin und will da Leuchtmasse reinsetzen, dann ist die da nicht sehr stabil drin. Okay. Und die kann rausfallen. Deswegen im Grunde, die Leuchtmasse braucht immer einen Winkel, damit sie stabil eingefasst ist. Wer sich zum Beispiel mal eine Rolex anguckt, eine Explorer 2 zum Beispiel, ist rund und da ist ja dieses, ja, Mercedes-Zeichen drin oder Peace-Zeichen. Da dachten einige, oh, ist das jetzt wegen Mercedes-Gleize oder soll es eine Friedenssymbolik sein? Nee, ist rein funktional. Wenn ich einen Kreis habe und ein Peace-Zeichen reinsetze, habe ich die bestmöglichen Winkel, damit die Leuchtmasse die Spannung erhält und nicht rausfällt.